Hallo zusammen, ich habe hier ein WEMU 66F. Das heißt, ein Schrank ohne Eisfach. Ich habe den zurückbekommen, weil der Kühlschrank nicht richtig funktioniert. Er schaltet nicht immer ein und vor allem auch der Kunde hat mir dann gesagt, er hört das nachts, wenn er nicht schlafen kann, dass der Thermostat nicht richtig schaltet. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt den verdrahtet hier, eine Sonde hier in der Mitte, eine Sonde hier hinten an der Rückwand und eine Sonde hier an der Heißgasleitung. Da habe ich ein Aufzeichnungsgerät. Und hier sehe ich die obere Kurve, die läuft dann bei 28 Grad. Die läuft wie ein Strich hier oder immer ein aus. Das ist die Heißgaskurve. Also das heißt, wenn der Kompressor einschaltet, geht die Temperatur hoch und dann sinkt sie wieder ab, wenn der Kompressor ausgeschaltet hat. Die Kühlschranktemperatur hier ist auch die blaue. Geht einschalten, ausschalten, so um die 5 Grad. Und dann an der Verdampferplatte geht er natürlich runter. Er geht dann runter bis minus 4 Grad. Das unregelmäßige Einschalten habe ich jetzt bei dem Schrank nicht gesehen. Was ist, wie wird der Schrank gesteuert? Da ist ein mechanischer Thermostat drin. Das ist also ein Drehrad. Das machen wir auf. Und ich habe so ein Fühlerrohr. Und der Fühler, der sitzt am Kühlelement. Ja, und der schaltet dann den Kühlschrank, den Kompressor ein und aus. Der Kompressor hat keine Verzögerung. Also wenn ich genügend Spannung habe, dann schaltet der Kompressor direkt ein. Was natürlich der Fall ist, wenn ich einen Kompressor-Kühlschrank ausschalte, also hier, auch beim Haushaltsgerät, wenn der ausschaltet, dann habe ich ja eine Differenz im Kühlsystem. Das heißt, ich habe den Saugdruck, der ist tief, und ich habe den Hochdruck auf der hohen Seite, auf der Außenseite. Wenn der Kompressor dann startet, dann braucht er, wenn die Differenz da ist, einen höheren Anlaufstrom. Bei Haushaltsgeräten schaltet der ein, er kann nicht starten, weil das alles Low-Start-Kompressoren sind, er schaltet wieder aus. Der Druck gleicht sich logischerweise aus und dann startet der Kompressor wieder und dann kann er starten. Doch das gibt es beim Haushaltsgerät, wenn ihr das aussteckt und wieder einsteckt, einen Unterbruch beim Starten. Bei den 12 Volt Kompressoren von Seco, die können gegen den Druck starten. Nur, wenn ich den Druck aufgebaut habe und ich starte, brauche ich mehr Strom, als wenn ich keinen Druck habe. Durch das braucht er mehr Strom. Wenn ich keine Stromversorgung habe, startet er nicht. Dann geht er wegen mangelnder Stromversorgung in die Knie, probiert es 68 Sekunden später. Jetzt zum Thermostaten, der hier verbaut ist. Ich habe hier das Druckrohr, das ist also effektiv ein Rohr, was hier auf den Balg geht. Und wenn ich diesen Thermostaten hier aufbreche, kann ich diesen Elektroteil hier rausnehmen. Das ist der Elektroteil. Und ich könnte jetzt auch hier diesen Balg rausnehmen. Ich habe jetzt das hier gelöst und so habe ich diesen Balg. Hier sehe ich so einen kleinen Balg, der hier einen Stempel hat. Und wenn ich dann den Kühlschrank wärmer mache,
ich weiß, wahrscheinlich sieht man es nicht, dann geht dieser Balg auf. Und wenn es dann wieder abkühlt, geht dieser Balg wieder zusammen. Der drückt hier auf diesen Mechanismus, das ist dann so wie eine kleine Waage. Und der drückt hier auf den Kontakt. Und so schaltet der Kühlschrank oder der Thermostat ein und dann auch den Kühlschrank. Und hier über dieses Regelrad kann ich unten den Druck verstellen, die Feder. Und so mache ich eigentlich wärmer und kälter, kann ich so mechanisch einstellen. Diese Thermostaten, ich weiß nicht, wie der da drin ist, die sind teilweise vorwiegend auf Booten verrostet und mechanisch defekt. Das ist, wenn man die Kühlschränke zulagert und der Thermostat, was hier der Fall ist, ist im Kühlschrank drin, dann rosten die, dann ist der Mechanismus verklemmt. Wenn man natürlich beim Fahren Schläge entstehen, schaltet dieser Thermostat unkontrolliert. Aber die Kurve hält sich im Rahmen, nicht so gerade wie hier. Statt einem mechanischen Thermostat kann ich natürlich auch einen Digitalthermostaten einsetzen. So was hier mit einer Sonde in den Kühlschrank. Wir liefern das als Set oder wir liefern es vorab. Wir haben dann eine Sonde, die ist hier 3 Meter lang und ein Kabel, was auf die Steuerung geht und hier auf den Thermostaten. Zurück zu meinem Kühlschrank, der den Kunde geschickt hat. Wir müssen einen Langzeittest machen. Das sind die Schreiben dazu. Dann habe ich hier auch ein Einschreiben, dass ich das, also fehlerhaftes Gerät und inkompetente Auskunft, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Nach mir läuft der Kühlschrank hier. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir im Kanton Thurgau das größte Prüflabor, die besten Testräume für Kühlgeräte, die haben mehrere Millionen Anschaffungswert gekostet, die könnte ich jetzt mieten und den Kühlschrank da betreiben. Da kostet mich ein Tag 5000 Schweizer Franken, ist berechtigt, weil die machen mehr als jetzt ich hier, die machen auch mehr als ich in meinem Testraum mache und vor allem, die sind zertifiziert, bis zum geht nicht mehr. Aber diese Prüfstätten haben ihren Preis. So, beim Vertragen vom Kühlschrank habe ich dann das Tippenschild studiert. Das Tippenschild aus der Nähe, das ist ein WEMO 66F und hier seht ihr das Produktionsdatum. Das ist also der 29.10.2016. Das Gerät ist jetzt 7 Jahre alt. Der Kunde hat das nicht im Oktober gekauft, sondern erst im März drauf, also März 2017. Und jetzt ist er da. Mein Vorschlag ist, wir können hier einen neuen Thermostaten einbauen. So wie der hier, der gleiche wie da drin ist, einfach in ganzer Ausführung. Ich kann den Thermostaten auch ausbauen, dann sehen wir, ob hier ein mechanischer Defekt vorliegt, was dazu führen kann, dass er eben nicht sauber schaltet. Oder wir machen hier einen elektronischen Thermostat rein, der dann extern sitzt. Ja, der Kunde will, klar, schreibt er hier in Garantie und so weiter und so fort. Das muss ich euch nicht zeigen, da muss ich mit dem Kunden klären. Ich lasse jetzt das Gerät hier weiterlaufen, ob ich irgendwie noch
eine Störung finde, ich nehme die Daten natürlich nicht hier, sondern auf dem PC, dann kann ich die genauen Kurven anschauen, ob er irgendwo eine Ausfalllücke hat. Hier verlinke ich euch das Video über den Digitalthermostaten, hier über diesen Kühlschrank. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.